Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge NBA 2K23. Und es geht heute darum, so ein bisschen die Regular Season zu beenden. Nicht nur so ein bisschen, wir wollen sie heute beenden, um dann eben Richtung Playoffs zu gehen. Momentan sieht das Ganze ja eigentlich ganz gut für uns aus, muss man sagen. Wir sind auf Platz 3. Wir kämpfen so ein bisschen darum mit den Phoenix Suns und den New Orleans Pelicans, als auch mit den Rockets und Thunder. Wobei Suns sind da fast schon ein bisschen abgeschlagen, aber bis New Orleans kann noch jeder eigentlich Erster werden. Aber wir könnten theoretisch noch den Heimvorteil verlieren. Es kann also noch ein bisschen nach oben, nach unten gehen. In welche Richtung es sich bewegt, werden wir mal schauen. Hier erstmal gegen die Clippers. Erstes Viertel schon mal sehr gut. Zweites war okay. Aber wir sollten das hier easy gewinnen. Wir haben einfach mit dem ersten Viertel die Basis geschaffen. Ingram 31-10, Murray ordentlich. John Wall ordentlich, also es sieht gut aus soweit. Ich muss mal kurz gucken, ist nicht Dings wieder back? Genau, Blackburn und Beckett ist wieder back, Aber die sind gleich beide wieder zurück. Blackburn ja sogar überraschend. Da hat man ja eigentlich erwartet, dass er länger ausfallen wird. Das heißt, wir haben jetzt echt eine Luxussituation, weil wir jetzt wirklich mal wieder alle mit dabei haben, Dann werden wir mal gucken, wie wir da aufstellen werden. Randall wird dann natürlich wieder von der Bank kommen für Beckett. Dann haben wir Wall, Obermeier. Jordan Poole kriegt natürlich Minuten. Alvarado und Evans, auch wenn sie gut sind, gerade Alvarado hat mir sehr gefallen, müssen natürlich von den Minuten ein bisschen runter, beziehungsweise ganz runter erstmal. Julius Randle kriegt 20. Poole kriegt 22. Ja, ist natürlich bitter, dass jetzt hier unterm Klay Thompson keine Minuten mehr kriegt, 6 Minuten haben wir noch. Das ist halt die Frage, wollen wir hier ein bisschen was abziehen und dann die dafür nochmal verteilen auf Alvarado. Der hat immer einen guten Job gemacht in der Obermeier, kriegt 16, Alvarado 12 Minuten, dann passt das. Hat mir einfach sehr gut gefallen mit seiner Defense, die immer wieder giftig ist. Dementsprechend lassen wir das erstmal so, Hier jetzt gegen die Warriors. Wir gucken mal. Enges Duell gegen Golden State. Was wir gewinnen können. Was wir gewinnen können. Muss man einen richtigen Schluck Wasser hier nehmen. Wir gehen weiter vor, Wir werden auf jeden Fall auch noch ein, zwei Mal reingehen heute. Aber wir gehen erstmal vor. Gucken mal, geht es wirklich darum, noch die Conference für uns zu gewinnen? Geht es doch eher darum, seine Position zu halten? Wo geht es für die Sacramento Kings hin? Wir müssen auch noch mal gucken, wegen Vertragsverlängerung, ob man da gleich schon was machen kann. Jetzt hier gegen die Pharaos mit dem Sieg, weil Murray Bock hatte, Beckett mit einem Double-Double bei seinem Comeback. Blackburn mit 12 Assists bei seinem Comeback, kann man mal machen. Achso, Verträge verlängern geht gar nicht mehr, ist schon rum. Na gut, dann gehen wir weiter vor, hier gegen die Timberwolves. Erstes Viertel, ziemliches Highscoring-Viertel gewesen. Ja, aber ich glaube, wir werden das Ding hier verlieren. Leider ja, und auch sehr, sehr deutlich, muss man sagen. Sehr deutliche Niederlage. Houston 31 Punkte gegen uns gedroppt. Jetzt hier die Tigers, die ja im Osten sehr überraschend gut sind. Also die Tigers allgemein sehr, sehr gut performt hier im Osten. Zumindest bis jetzt. Wir gucken, ob wir da nochmal rankommen von der Simo her. Dann würde ich hier reinspringen. Perfekt. 112, 110, 2 Minuten 31. Da gehen wir doch rein. Gehen die Tigers hier am Zocken. Und gucken mal, dass wir hier das Spiel nochmal an uns reißen können. Ingram stellt den Screen, John Wall. Das war nichts. Wall ist da giftig. Was macht er da? Blackburn verteidigt das eigentlich gut. Das ist stark gemacht von Blackburn. John Wall. Brandon Ingram. Den macht er nicht rein. Das war nichts. Ich weiß noch nicht, warum Ingram auf Center ist. Wir haben doch Julius Randle. Wir haben genug Big Men, die das spielen können. Auch eher Murray könnte das eher spielen als Brandon Ingram. Das ist von der Rotation einfach Schmutz, Problem ist, wenn man diese komplexe Rotation macht, sobald sich irgendjemand verletzt oder man da irgendwas Kleines ändert, ist sie wieder hinfällig. Und das jedes Mal krass zu ändern, ist halt viel zu großer Aufwand für die Regular Season. Der war schlecht. Wir nehmen aber mal kurz eine Timeout, weil so geht das natürlich nicht. So geht das nicht. Finde ich mit Brandon Ingram als Center agieren, das ist schwachsinnig.
ja, Beckett ist doch da, Murray ist doch da. Dann kann man mit Murray ja ruhig als Small Horford spielen. Randall wäre theoretisch auch ganze Zeit da gewesen. Das ist so dumm einfach, ne? Ja klar, zweimal Dingens. Und hier bringen wir mal Thompson rein. Wir gucken mal. Der Screen von Julius Randle. Na, das klappt nicht ganz so, wie ich es will. Blackburn. Und den macht Klay Thompson dann rein. Schöner Dreier, wichtiger Dreier. Eine gute Lösung noch gefunden mit dem Screen, ne? Aber wir müssen natürlich weiter dran halten. Jetzt hier einen Stop kriegen, dann selber weiter einen Offensiv-Score, dann können wir das Ding auch hier mitnehmen. Gegen die Montreal Tigers. Und wir gucken mal. John Poole verteidigt den Gegenspieler. Da war viel zu viel Platz eigentlich für Jimmy Butler. Bisher aber nicht mit den besten Aktionen. Gordon gegen Randle. Jimmy Buckets traut sich den Dreier nicht. Nee, das ist schlecht gespielt von den Tigers. Jordan Poole, ui, Steal. Zum schlechtesten Moment einen Steal hinbekommen. Ja, wir haben keine Timeout mehr, oh. Natürlich kritisch. War jetzt auf Julius Randle, so schnell wie möglich einen Abschluss finden, aber faul. Foul von Aaron Gordon, das heißt, wir sind 2 for 1 gegangen, wichtig, und sind im Bonus. Und wir sind im Bonus. Den sollte man dann natürlich besser nutzen. Julius Randle. Der war perfekt. 114, 114, nächste Timeout. Also Stop hinkriegen und dann irgendwie selber nochmal zum Abschluss kommen. Ne? Das wird hier die Devise sein. Ich werde dafür John Wall mit reinholen, weil er natürlich im Transition Game einfach besser ist. Mit seiner Geschwindigkeit. Sofern wir den Stop hinkriegen. Jimmy Buckets. Oh, sie haben den Dreier, der ist gefährlich. Das war Gott sei Dank kein... Und läuft euch frei. Ja, der Screen war schlecht. Was ist das für ein Screen? Was ist das für ein schlechter Screen gewesen? Läuft euch jetzt mal frei. Was ist da los? Jordan Poole, los. Das ist schwierig. Jordan Poole... Der erste Screen beim ersten Floppy-Play war einfach so schlecht, ne? Also da einen vernünftigen Screen, du hast den freien Dreier, dann ist hier wieder alles drin. Na gut, wir verlieren das Ding hier gegen die Tigers. 2 Niederlagen hintereinander, das schmeckt mir natürlich überhaupt nicht, aber kann man erstmal nicht ändern. Wenn das Team so schlechte Screens stellst, dann wird es halt schwierig in den entscheidenden Momenten. Gehen wir weiter vor. Gegen die Warriors. Sieht nach einem deutlichen Siegstand jetzt aus. Ja. Gewinnt man easy. Gewinnt man easy. Jetzt hier die Ducks. Und dann zu Gast gegen New Orleans. Ne? Also das Game gegen New Orleans Pelicans könnte sehr interessant werden. Rein tabellarisch. Boah. Super enges Ding. Super enges Ding. John Wall? Was hat der? Eingeklemmter Nerv im Rücken. Aber da oben steht John Wall, Hygiene mangelhaft, keine angemessene Kopfbedeckung, Spuren von Ratten in der Anlage. Was? Also ganz, ganz komische Beschreibung, sowas habe ich noch nie gehabt. Er hat einen eingeklemmten Nerv im Rücken. Wobei, das spielst du natürlich nicht, ist logisch. John Wall ist dann erstmal raus. Adams kommt natürlich rein. Kriegt durchaus mal ein paar Minuten. Ähnlich wie Alvarado, ne? In jedem Fall Julius Randle noch mal ein paar Minuten mehr von der Bank. Auch Beckett, Poole. Dann geben wir den beiden jeweils noch 2 Minuten. Dann passt das auch erstmal, ne? Klay Thompson kriegt erstmal keine Minuten. Das passt aber soweit. Jetzt hier gegen die Pelicans. Mal gucken, ob wir die schlagen können. Pelicans hier. Wäre wichtig. Sieht gut aus.
Es ist sehr eng, wir gehen hier rein. Gegen die Pelicans gehen wir rein, 116, 112. Das müssen wir hier schaffen, ne? Diesmal ist Randall auch mal Center, sehr schön. Dagegen hat ja auch niemand was. Liddell jetzt hier. Zion gegen Ingram wird schwierig, nimmt aber den schwierigen Fadeaway, warum auch immer. Hättest du eigentlich Ingram aufnehmen müssen, ne, als Zion Williamson, aber gut. Mir soll es ja recht sein. Murray stellt den Screen. Brandon Ingram. Der war eigentlich nicht so schlecht, aber gut. Einfacher mit Granger, den er da verwandeln konnte, ne? AJ Liddell. Jordan Poole. Nein. Roddy. Spielt den da gut. Zion, ja, geht da zum Drive, hat er gut gemacht. Schöner Drive zum Korb von Zion Williamson, ne? Wie sehen wir nochmal, kriegt den Ball. Nimmt den Wurf nicht, damit hat Ingram aber gerechnet. Wobei man mit Zion damit eigentlich nicht rechnen sollte. Aber gut, Jordan Poole. Ingram gegen Zion. Randall hat ihn jetzt aufgenommen. Double Team hier gegen Zion. Liddell nimmt den Dreier. Trifft den Dreier nicht. Jetzt halt die Frage, gehen wir 2 for 1? Reicht die Zeit? Ingram macht ihn rein. Super. Super. Hui. 2 for 1. Gutes Ding, ne? Schön verwandelt. Ein Sieg gegen die Pelicans wäre wichtig. Daniels. Devin Booker. Devin Booker, ja, sie wollen den Ball zusammenbringen, haben es auch geschafft, das war easy, ne? Aber gut, wir haben hier nochmal die Chance, ne? Zu treffen. Murray soll sich freilaufen, wir nehmen lieber eine Timeout. Das sah mir alles nicht wieder so gut aus, sage ich euch ehrlich. Verstehe nicht, warum Adams da ist, dafür haben wir Randall. Der Ball auf Ingram. Der Fake und dann easy. Easy. 1,3 Sekunden vor Ende. Der war nochmal gefährlich, aber wir gewinnen das Ding am Ende. 102 zu 118. Brandon Ingram hat kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer gemacht. Wichtiger Win für uns, sehr wichtiger Win. Gerade auch noch im direkten Duell gegen die Pelicans, ne? Gegen Roddy Williamson, Booker und Co. Können wir uns durchsetzen, weil Murray 36 droppt und Ingram ordentlich gespielt hat und vor allem auch diesen letzten Ball reingemacht hat. Gehen wir weiter vor, es sind nur noch ein paar Wochen. Wir gehen mal kurz in die Tabelle. Stand jetzt sind wir Zweiter. Okay, wir haben New Orleans wirklich weit weggelassen. Es geht darum, jetzt eigentlich eher sogar die OKC Thunder aufzuholen, ne? Gegen die wir aber nicht mehr spielen. Aber gut, wir gehen vor. Wir gehen auf jeden Fall vor. Gucken mal. Sixers zuerst. Was machen wir gegen die Philadelphia 76ers? Können wir OKC nochmal jagen oder nicht? Wäre natürlich schön, die Conference zu gewinnen, ne? Easy win hier. Gehen wir weiter. Jetzt hier gegen die Las Vegas Pharaos. Was geht hier gegen die Pharaos? Ah, zweites Viertel haben sie uns komplett weggeklatscht. Schnell, das gefällt mir nicht. Ja, wir haben es im zweiten Viertel verloren gegen Townsend und Co. Jetzt hier gegen die Knicks. Ich meine, 50 Sieger haben wir schon mal. Das schmeckt, ne? Aber ich würde gerne auf Platz 1 landen. Irgendwie OKC noch vorm Thron zu stürzen, wäre schon schön. Mhm. Enges Duell gegen die Knicks gewonnen. Dank Jordan Poole, 29 Punkte, sehr stark Performance. Gehen wir hier weiter. Grizzlies, dann Timberwolves, Hawks. Also jetzt so ein richtiger Roadtrip. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, was unser Team da daraus macht, ne? Gegen die Grizzlies sieht das Ganze sehr, sehr gut aus.
ja, 155 gedroppt, ne? Weil Sykes und Murray über 30 haben, Poole mit 24 Punkten sehr stabil getroffen hat. Gefällt mir. Jetzt hier die Timberwolves. Die strugglen natürlich auch, die sind fast beim 50er-Standing. Wir wollen natürlich erreichen, dass sie es nicht verbessern können. Sieht auch gut aus, ne? Ja, jedes Viertel über 35 bis auf dem ersten gescored. Also auch wieder extremes Highscoring unsererseits. Ne? Also wir sind schon ein brutales Highscoring-Team, das muss man schon sagen. Auch hier wieder 34 Punkte in dem einen Viertel, da 29. Also uns unter 30 Punkte zu halten, ist schon stark, ne? Von den Hawks im zweiten Viertel. Denn wenn wir wollen, dann scoren wir ohne Ende. Wir sind dann jetzt in der letzten Woche, ne? Wir gucken gleich nochmal rein, ne? In die Tabelle. Wir machen auch die ersten zwei Spiele hier in dieser Woche und dann schauen wir mal. Gegen Galaxy, come on, Alter, das können wir gewinnen, oder? Ah, ja gut, doch, wir sind vorne. Haben wir hinbekommen, sehr schön. Gehen wir weiter jetzt hier gegen Utah. Und dann gucken wir gleich mal auf die Tabelle, ob man in den letzten zwei Spielen nochmal was reißen kann. Oder ob es schon so weit ist, dass man sagen muss, nee, OKC hat es safe. Gewinnen auf jeden Fall easy hier wieder. Ne? Also Highscoring-Maschine sind wir. Wir sind eine Highscoring-Maschine. Nee, die Thunder haben schon Platz 1. Für uns geht es eher darum, Platz 2 zu verteidigen in den nächsten beiden Games. Dann versuchen wir das mal. Gegen die Sixers haben wir ein grauenhaftes erstes Viertel. Aber wir können, ja, wir kommen back. Wir sind sowas von back gekommen, ne? Stark. Also erstes Viertel grauenhaft, aber die anderen drei Viertel scoren wir dann jedes Mal über 40. Weil Psyche nochmal richtig Bock hatte, ne? Kann man mal machen. Letztes Spiel gegen die Suns in der Regular Season. Gucken wir mal, was wir hier fabrizieren gegen die Phoenix Suns. Was geht hier gegen die Suns? Bisher ein sehr enges Duell mit vielen Führungswechseln, aber dann ist es doch wieder deutlich. Dann ist es doch wieder sehr deutlich. 157 zu 124. Also wir haben hier gegen Ende der Saison wirklich alles weggescored, ne? Krank. Und wir gucken jetzt mal auf den MVP erstmal of the Year. Es ist Luka Doncic. Es ist Luka Doncic. Er ist tatsächlich der MVP geworden. Das vierte Mal in fünf Jahren. Nur 2,25 nicht. Also Luka Doncic mit 28,1 Punkten, 10,3 Rebounds, 9,1 Assists, 1,5 Steals und 0,7 Blocks. Ich weiß jetzt nur nicht, auf welcher Position die Mavs sind. Sonst würde ich das nämlich ändern. Kann ich auch nicht mehr gucken, wo die Mavs sind, oder? Ah, das hätte ich mir angucken müssen. Nein, die Mavs sind nicht unter den Top 4. Wartet mal. Die Mavs sind nicht unter den Top 4. Ich habe gesagt, ich werde das ändern, wenn das wieder so ekelhaft ist. Weil, wir gucken mal, kann ich nicht die Punkte so angucken? Kann man das nicht angucken, dass es... Warum kann man das hier nicht ändern? Die meisten Punkte hat Dings gemacht, aber dass ich die komplette Auflistung habe. Ist das nervig. Man kann auch nicht zurückgehen, ne? Ne, jetzt habe ich... Okay. Weil, gucken wir uns mal an, wo die Mavs sind. Die sind Fünfter. Du wirst nicht... Als Fünftplatzierter wirst du kein MVP. Das ist eigentlich Bullshit vom Spiel, sage ich euch ehrlich. Aber gut, wir gucken uns nochmal die Saison... wir gucken uns nochmal die Awards an. Sorry, dass jetzt ein bisschen doof ist. Luka Doncic wurde MVP, was mir gar nicht gefällt, sage ich euch ehrlich. Vic Freeman wurde Rookie of the Year. Sixth Man of the Year wurde Markel Fultz. Defensive Player wurde Giannis Antetokounmpo. Most Improved Player wurde Ty Washington Jr. Gucken wir uns auch mal Washington Jr. an. Im nächsten Jahr muss ich mich mal dran erinnern. Ne? Hat er sich stark verbessert? Ja, immerhin. Ne? Das passt. Aber es gefällt mir eigentlich nicht, dass Doncic MVP wird auf der Platzierung, auf Platz 5. Das, also nicht nachdem du schon so viele MVPs auch geholt hast, da musst du mehr leisten eigentlich. Aber gut, das Spiel liebt Luka Doncic, das wissen wir. Wir waren auf jeden Fall am Ende hier Zweiter. Houston, dann New Orleans, ne? Play-in gegen die Suns, Clippers und Minnesota hat es noch knapp geschafft. Golden State, Portland als Champion hier ganz unten. Sehr enttäuschend, ne? Nuggets mit Jokic nicht mehr in den Playoffs. Die Lakers mit RJ Barrett, KD und AD nicht in den Playoffs, Riesenenttäuschung. Im Osten haben wir hier einmal die Heat, die nicht in den Playoffs sind. Die Boston Celtics mit diesem extrem starken Jaylen Brown nicht in den Playoffs. Wahnsinn eigentlich, ne?
Ja, Antetokounmpo und Curry müssen in die Play-Ins. Krass. Ganz oben hier einmal die Magic, ne? Na gut. Wir simulieren mal das Play-In. Also, die Bulls haben sich durchgesetzt mit gegen die Ducks im Nachhinein. Dementsprechend sind sie weiter. Und die Ducks sind raus und hier ist. Und Philly hatte sich da schon direkt durchgesetzt. Im Westen haben wir die Suns gehabt, die sich gegen Las Vegas durchgesetzt haben. Und dann haben wir einmal die Clippers, die sich gegen Minnesota durchgesetzt haben. Na gut. Das heißt, wir spielen in den Playoffs gegen die Phoenix Suns. Interessant. Wir gehen nochmal kurz auf ein paar Stats ein, ne? Erstmal grundsätzlich die Liga-Führenden. Meiste Punkte Edwards, dann Tatum, Garland, Brown, Luca mit dabei. Na gut. Meiste Rebounds. Tatum auch hier stark. Double-Double, ne? Holmgren, Doncic 10,3 Rebounds. Krass. Jokic holt die meisten Rebounds. Bei den Assists ist Trae Young ganz oben. Halliburton auch mit am Start, ne? Mit Double Digits. Steals pro Spiel. Sean Paul und aber Ben Simmons und LaMelo Ball. Und bei den Blocks haben wir hier Jaren Jackson Jr., der einfach der beste Mann ist, ne? Beste Feldwurfquote. Gebt euch das mal. Wir haben einmal Morant, ne? Der ist stark als Guard. Jared Allen. Aber vor allen Dingen sind hier viele Big Mans und dann kommt einfach Jordan Poole mit 62,7%. Also das ist Wahnsinn, wie effizient Jordan Poole ist, ne? Das ist krass. Wir werden dann noch bei den Dreiern gucken. AJ Griffin, dann kommt Ingram, Wahnsinn, Cattage, Hunter, Ivey und Co. Interessant, interessant. Und bei den Freiwürfen kann man sich auch nochmal angucken. Da haben wir KD, da haben wir Anthony Simons, na gut. Wenn man hier nochmal guckt, erweiterte Statistik. Einmal das Efficiency Rating, da sehen wir Luka Doncic, auf jeden Fall der effizienteste Spieler. Dann Edwards, Tatum, Antetokounmpo, Jokic, Ball, Morant, Garland und dann Young. True Shooting, ja gut, hier ist halt wieder das Problem, dass hier teilweise Spieler mit dabei sind, die kaum wirklich geworfen haben, ne, dann macht das wenig Sinn, auch bei Effective Field Goal Quote, das müsste man halt rausrechnen, ne. Ja, das kann man halt alles hier teilweise nicht so nutzen, ne, wir haben auf jeden Fall noch die Ballbesitzquote, also die Possession, wobei ich will Usage Rate mir noch angucken. Ja, hier haben wir wieder die Dings. Nochmal zu den Erweiterten. Wo haben wir die denn? Wobei Ballbesitzquote ist, glaube ich, die Usage Rate in dem Fall. Ne? Einfach nur so übersetzt. Haben wir auf jeden Fall hier Anthony Edwards. Dann haben wir hier Doncic, Tatum, Embiid und Co. Pro 100 Possession-Statistiken kann man sich auch nochmal angucken. Ne? Dann hat man hier nämlich auch noch so ein paar Zahlen, aber gut. Das lassen wir mal, ne? Das geht sonst wieder viel zu weit. Wir gehen auf jeden Fall auch nochmal kurz auf den Rookie-Bericht ein. Auch nochmal wichtig. Meiste Punkte Briggs, Richards und Freeman. Hier gucken wir wirklich nur auf die ersten 3, 4, 5 so, ne? Bei den Rebounds Routen, Saunders, Magnus Andersen, Ekanga und Whitehead. Also kein starker Rebounder mit dabei. Assist Freeman, Richards, Patanzo, Briggs und Denzel. Steals haben wir hier Richards, Alfred Ejenga, Denzel, Freeman und Briggs. Und bei den Blocks haben wir einmal Marbury, Ryder, Ronton, Ekanga und Anderson. Na gut. Und Teamstatistik interessiert mich auch noch. Einmal die meisten Punkte gemacht haben die Sacramento Kings. Damit konnte man rechnen, ne? Die wenigsten Punkte bekommen haben tatsächlich die Bucks, Pacers, nix, ne? Wo sind wir? Wir dürfen im Mittelfeld eher sein. Auf Platz 18, ja. Bei der Differenz sind wir dafür auf Platz 2, nur die Thunder stärker, ne? Also die Thunder haben halt eine mega gute Defense mit nur 111 Punkte, also im Verhältnis, ne? Haben einfach mal die, ja, 4-5 beste Defense und die zweitbeste Offense, die Thunder. Feldwurfquote sind wir zusammen mit den Thundern ganz oben. Bei den Dreierquoten, Hawks und Kings, wow, stark, ne? 42% bei uns und bei den Hawks 42,8%, minimal besser, aber schon krank, ne? Über 40% Dreier. Freiwürfe sind wir auf Platz 8. Offensive Rebounds, da sind wir irgendwo im Mittelfeld, wie es aussieht.
Platz 18, ja. Dann allgemein bei den Rebounds, wie sieht es da aus? Da sind wir auch irgendwo im Mittelfeld, Platz 15. Assists pro Game haben wir hier Platz 4, also auch elitär. Wir sind schon echt stark, ne, auch in den Teamstatistiken. Bei Steals im Mittelfeld, entweder sind wir im Mittelfeld oder ganz, ganz oben mit dabei. Wir fallen also nirgendwo irgendwie krass ab, ne? Bei den Blocks sind wir mal eher weit unten, ne, weil wir nicht so krasse Bigmans haben mit 4,4 Blocks pro Game. Lediglich bei den Blocks kann man momentan negativ was sehen und vielleicht bei den Turnovern, dass wir da ein bisschen hoch sind. Punkte nach Turnovern, Second Chance Point, das ist nochmal interessanter. Da sind wir auf Platz 18 wieder Mittelfeld, ne? Bankpunkte interessiert mich noch. Sind wir auf Platz 6, stark mit 45,1 Punkten, ne? Die Jazz haben eine extrem starke Bank auch noch. Und der Rest ist eigentlich nicht ganz so interessant. Ja, dann würde ich sagen, wir können natürlich noch auf unsere eigenen Spieler eingehen. Meiste Punkte in der Regular Season gemacht, Keegan Murray. Psyche 29,8 Punkte dann gemacht, dann Poole, Ingram, Wall, Beckett und Co. Bei den Rebounds, wir haben halt keinen krassen Rebounder, ne? Beckett, Murray, Randall, die holen alle so ein paar Rebounds, auch nochmal Ingram oder Adams. Aber wir haben jetzt keinen richtig krassen Rebounder. Bei den Assists sieht es dafür umso, ja, sieht es komplett anders aus. Wir haben mit Blackburn einen elitären Assistgeber, mit John Wall und Ingram auch nochmal zwei, die ordentliche Assists liefern, ne? Also das ist nicht schlecht. Steals haben wir hier auch gute Männer, ne? Einfach 5 Spieler mit mehr als 1 Steal pro Game, das ist krass. Und bei den Blocks haben wir halt nur Keegan Murray so wirklich, ne? Da müsste Beckett noch besser werden, ne? 0,8 Blocks für ein 2,16 Meter Center ist ein bisschen wenig. Wenn dann ein 2,3 Meter Keegan Murray so viele Blocks hat, ne? Gefällt mir nicht. Jordan Poole ist natürlich die Effektivität schlechthin. Bei den Dreiern war aber Jordan Poole alles andere als gut, ne? 26,7% nur. Wow, schwach. Dafür Blackburn umso besser, wobei der nimmt doch nur 1,3 Dreier, muss man sagen. Und Freiwürfe, Klay Thompson der Beste. Na gut, na gut, na gut, Leute. Ich würde die Folge dann erstmal beenden. Will sie nicht unnötig lang halten. Wir haben einmal alle wichtigen Statistiken uns angeguckt. Wir gehen dann ins nächste Duell in der nächsten Folge dann gegen die Phoenix Suns. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich auf jeden Fall. Euer Veloche meldet sich ab und bye bye.